What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Video. Ja, heute habe ich was Besonderes für euch vorbereitet, und zwar zeige ich euch heute einer meiner Lieblingsglitches, die in letzter Zeit so rausgekommen sind. Ich habe hier bisher erst einen kleinen Glitch hier hochgeladen, ihr könnt euch schon mal nachschauen, wie ihr sehen könnt, wie viele Online-Spieler zurzeit aktiv sind in Black Ops 3. Und heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch einen Glitch, der einfach nur extrem genial ist, und zwar der Glitch, wie man zwei Spezialisten gleichzeitig benutzt. Ja, ihr habt richtig gehört, und das funktioniert auch wirklich, beziehungsweise funktioniert es in diesem Moment noch wirklich. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es morgen schon wieder nicht funktioniert, weil Treyarch es gepatcht hat. Aber ich will euch auf jeden Fall mal dran teilhaben lassen. Vorab möchte ich aber nochmal Danke sagen, wie extrem ihr in letzter Zeit meine Videos liked. Eines meiner letzten Videos hatte, glaube ich, jetzt schon 73 Likes, was einfach mal der Rekord ist für meinen Kanal jetzt. Ich hatte noch nie so viele Likes auf ein Video. Und auch das letzte Video, mein VMP-Klassen-Setup, hatte auch jetzt, glaube ich, schon knapp 50 Likes. Einfach unfassbar, wie ihr in letzter Zeit am Rad dreht. Das freut mich extrem, dass ich euch hier so gut unterhalten kann. Legen wir also los mit dem sehr, sehr einfachen Glitch. Das erste, was ihr machen müsst, ist, entweder geht in eigene Spiele oder in den Multiplayer-Modus. Das ist komplett egal. Ich zeige es jetzt hier mal im Eigenspieler-Modus, weil ich es einfach hier ein bisschen bequemer fand, das Ganze zu machen. Ihr geht einfach auf Dreieck, das heißt auf Sozial, und geht dann auf Party verwalten und drückt dort auf euren Namen. Dann geht ihr dort auf die Kampfhistorie, drückt dort drauf, und dann seht ihr ja hier, welches Level ihr seid. Und dann müsst ihr ganz links hingehen, das ist nämlich die Kampagnenkampfhistorie. Wichtig ist dabei, dass ihr natürlich Level 2 sein müsst, damit ihr die überhaupt seht. Kommt ihr dann hier in dieses Menü, müsst ihr hier auf die Waffen draufklicken und dann einfach ganz runterscrollen. Nichts drücken, einfach runterscrollen bis zum letzten, nochmal mit Kreis rausgehen. Dann aufs nächste gehen, auf die Granaten, ganz runterscrollen, nochmal mit Kreis rausgehen. Und dann ganz rechts bei diesem kybernetischer Kampf nochmal ganz runter scrollen und hier auch wieder mit Kreis einfach rausgehen. Und das war es eigentlich schon. Jetzt geht ihr einfach so lange zurück, bis ihr wieder den Klasseneditor seht. Das seht ihr jetzt zum Beispiel. Dann geht ihr auf eine Klasse, das ist egal welche Klasse, und geht jetzt auf Sekundär. Und ihr seht jetzt schon, what the fuck, ihr könnt eine Kriegsmaschine auswählen. Die wählt ihr aus. Links sieht man, glaube ich, sogar eine M27, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall alles ziemlich abgefreakt. Und ihr seht jetzt, bei Sekundär ist jetzt eine Hitzewelle in diesem Feld. Und das zeigt uns schon, dass wir hier die Hitzewelle mit jedem anderen Spezialist kombinieren können. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Spezialist halt eine Waffe hat, mit der er killt, wie zum Beispiel hier der Reiniger mit dem Flammenwerfer. Ihr könnt aber auch die Sense oder was weiß ich nehmen. Und dann habt ihr einfach die Hitzewelle sozusagen als zweite Spezialfähigkeit bei eurem Flammenwerfer noch dabei oder bei eurer Sense noch dabei. Und wie das Ganze aussieht, das seht ihr dann gleich in einem kleinen Gameplay gegen ein paar Bots. So, ihr seht jetzt, wir haben hier den Reiniger schon ausgewählt, haben den Flammenwerfer dabei, und jetzt achtet darauf, bap, hier kommt die Hitzewelle. Und ihr seht einfach, ich benutze den Reiniger und die Hitzewelle einfach gleichzeitig. Hier in diesem kleinen Abschnitt verdeutliche ich euch nochmal genau, wie ihr das Ganze aktiviert. Achtet jetzt mal unten dort, wo der Reiniger ist. Ihr seht dort, wo normalerweise die Granate wäre, das heißt jetzt die R2-Granate, ich glaube, das ist die Primärgranate, ist auf jeden Fall hier jetzt das Hitzewelle-Symbol. Das heißt, ihr müsst nicht mal den Reiniger rausholen. Das heißt, wenn dieses Hitzewelle-Symbol hier unten erscheint, das wird dann immer dann erscheinen, wann auch der Reiniger fertig ist, könnt ihr einfach R2 drücken und die Hitzewelle wird aktiviert. Und danach könnt ihr nochmal L2 und R2 gleichzeitig drücken, um euren Flammenwerfer sozusagen rauszuholen. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich war auf jeden Fall extrem verblüfft, dass so etwas in Black Ops 3 funktioniert und bis heute noch nicht gepatcht wurde. Es wurde original heute am 25.04. aufgenommen, dieses Video von mir. Und es funktioniert, wie ihr seht, halt immer noch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch noch funktioniert hat. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Es ist extrem krass. Vor allem, wenn man jetzt noch die Hitzewelle und den Reiniger irgendwie leveln muss, könnt ihr das einfach gleichzeitig tun. Wenn das nicht mal ein geiler Glitch ist, dann weiß ich auch nicht. Gebt auf jeden Fall mal ein richtig geiles Like dafür. Als ob man ein richtig geiles Like geben kann. Oh, wahrscheinlich. Gebt auf jeden Fall ein Like dafür, wenn ihr mehr solcher Glitches sehen wollt. Ich werde jetzt natürlich nicht irgendwelche unnötigen Glitches machen, wenn man irgendwo reinspringt und was weiß ich, sondern wirklich Sachen, die geil sind, wie das hier zum Beispiel, wo auch wirklich im Gameplay hilft und ein bisschen einen kleinen, naja, ich würde schon sagen, einen Cheater-Vorteil gibt, auch wenn es kein Cheat ist und ihr dafür auch natürlich nicht gebannt werden könnt, weil es einfach die Schuld von Treyarch ist, wenn ihr hier irgendwie so einen Glitch habt. So, das war's dann auch schon wieder von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal für mehr. Und dann sage ich mal, hasta la vista, meine Freunde, und bis zum nächsten Part.